Wenn man von dieser Grünfläche auf die Stadt blickt, dann sieht man, dass hier natürlich die einen oder anderen Riegel geschaffen wurden. Nur hier haben wir den Vorteil des Rheins, der die Frischluft in die Stadt bringt. Insofern ist es hier nicht so ganz dramatisch. Stuttgart zum Beispiel hat wesentlich mehr Schwierigkeiten damit, diese Frischluft in die Stadt zu bringen, weil sie hauptsächlich in einer Tallage sich befindet und kein großer Fluss durch Stuttgart fließt. Sie versuchen darauf zu reagieren, indem sie zum Beispiel mehr Grünflächen in die Stadt bringen. Grünflächen dienen auch dazu, für Abkühlung in der Stadt zu sorgen. Oder auch, wenn wir das andere Wetterextrem betrachten, nämlich starke Regenfälle, sie sorgen auch dafür, das Wasser versickern kann. Also wenn Sie eine stark versiegelte Fläche haben und plötzlich ein Starkregenereignis, dann kann eine solche Fläche das noch verkraften, aber eine stark versiegelte Fläche kann das nicht. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Verbauungen, das heißt, wenn wir überall Riegel bilden in den Städten, sodass der Wind oder die Frischluft nicht in die Stadt fließen kann, das führt natürlich auch dazu, dass wir in der Stadt selber Hitzeinseln bilden. Die können im Vergleich zum Umland 10 oder 12 Grad höher sein. Das ist eine enorme Größe. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Umland schon 32 Grad, wie das im Sommer schon mal vorkommen kann, und Sie haben mitten in der Stadt plötzlich 44 Grad. Sowas darf natürlich nicht passieren, und da müssen wir gegensteuern, und das kann man natürlich durch die Stadtplanung tun.